Oh, hi. I saw you out in that parking lot earlier. Yep, that was me. I like to be here too. We can see the whole room, and it's where our Reverend Mother teaches us classes. Whoa. You okay? Need some water? No, sorry. I'm just kind of sick. Oh, that sucks. That's too bad. Hey, what happened to your eye? Well, that's a long story. That's okay. My name is Sarah Lee. What's yours? Aw, you must be Jacob's sister. Did you get that letter from Jacob back when he was in California? Yes. How did you know he was in California? I was with him. That's how we met. You are Daniel's brother? Really? He's always talking about you. Hey, not too loud. Yes, I'm Daniel's brother, but I need some help. The Reverend Mother says we always have to help our neighbor. What do you need? Ja, was brauchen wir denn? Am besten ist, bring mich zu Daniel. Can you take me to Daniel? Oh, yes. He's gonna be so happy when he sees you. He missed you so much for his birthday. It will be like a late surprise. Daniel, you're the living proof of their faith. And mine. I know you understand. I guess... I mean... Sean? Oh my... Sean! You came back! I knew it! You've grown up, Enano. Do I look older? What? What happened to you? Die Frisur, ey! Die geht mal gar nicht. It's okay. Did that happen at the farm? Because of... me? I'm so sorry. I'm sorry. So, davon wächst das Auge auch wieder nicht wieder nach. Ein Spaß. Ja, komm. Forget it. It wasn't your fault. I should have... It's okay. Does it hurt? No. Not as much as your haircut. Shut up. It's different. I kind of like it. Sean, I didn't want to leave you there. Nothing I could do. I was so scared. I even thought you were dead. And... It's okay. We're together now. Yes. So, are you gonna stay with us now? Huh? We still need to go to Puerto Lobos. But we don't need to. We have a new home now. Look. One step at a time, Daniel. Give Sean a chance to process this. I'm sure this is all so overwhelming. By the way, my name is Lisbeth Fisher. We all pray Lisbeth for your is Lisbeth. Return. Sean, you must be a believer now in our Lord, too. Ist klar. Nicht wirklich. No. Not really. No. So Daniel was wrong? You can be honest here, Sean. But first, ich bin ehrlich. I need and Daniel to grab the medicine kit. We have to take care of our new guest. This is a place of healing. Aww. Let's do it later. I want to talk to him now. Daniel? Now. Okay, Reverend Mother. Let's go, Daniel. Whoa, whoa. Hold on. Well, Sean, it's a pleasure to meet you. This is a real blessing today. You were away from Daniel for quite a while. I was in a coma. Of course. I wasn't judging you. So what is your plan, Sean? This is a blessed family, and it would be good for Daniel to have you by his side.
You should know that the Lord has big plans for him. Du hast große Pläne, nicht der... Ja. I'm leaving here with Daniel. Yes, yes, I know about this reckless journey. I'm his family. Two young boys are not a family. Mark 3:25. If a house is divided against itself, that house cannot stand. Daniel sounds more like a prisoner than a guest. It saddens me that you see things that way. After everything I've done for him. I know why you're scared, Sean. That's because your heart's full of sins. Willst du deine Taschen voll machen? About that poor man you Daniels Gabe. Back in Washington, Sean. This is a terrible sin. And until Nein, you ist es make nicht. Penance for it, I can't accept you here. What? Are you serious? I'm sorry, my son. I'm not your son. And Daniel isn't gonna be your golden cow. Daniel? Come on. Why don't we ask him what he wants to do? Do not touch me! What the fuck? What did you do? Nothing. Enough. You spilled blood in the Lord's home. Sean! What happened? Your brother came in here, impure and acting like a criminal. But he can be saved, Daniel. I'm sorry, Sean. She's right. I will pray for you. Then, when you're ready, we can. She's trying to manipulate you. Let me lead you to the one true light. Alter, du kriegst gleich noch einen Gong. I want to be your friend. You're crazy. Also ich schlag ja keine Frauen, aber die hat ja wohl... I want to stay. Just go. There's your answer, Sean. We're together again. So we can go, right? Come on. Get off me, dude. What? Daniel! Let me go, asshole! Daniel! They're not your family! Stop it. You just need to have faith. We'll be waiting. Daniel! It's okay, Sean! Daniel! There you go. Satisfied? Now don't you ever come back! Come on, kid. Don't make me do this. You're not gonna win. Daniel! Daniel! You're pissing me off. This is private property. I have a legal right to stop any intruders. Ah ja. Like you. Mit Knarre, ja? Der göttliche Glaube mit Knarre. Super. My brother. But he doesn't want you. He was brought here, and this is where he's staying. Next time, I will not hesitate to use this. Now get out of here. Daniel, hey! Daniel. Sean. Hä? You won't Was? Get him back like this. Let's go. Hä? Was? Wer ist das denn jetzt? Wie kommt die da hin? Bin verwirrt. Ach, der Kleine lässt sich aber so leicht manipulieren, ey. Kinder. What happened to your eye? Kinder.
Die Öl schon wieder vor mich hin hier. Why the hell are you here? So warm mit den Lampen hier. How did you find me? Well, I got a letter from Jacob. He said you were missing. And that Daniel needed help. I believed him. So you finally decided to check on him. You know, Sean, sooner or later, we're gonna have to talk. Was? Über was denn? Über was müssen wir uns unterhalten? I already have a hotel room. You're gonna need to rest and clean that dressing. Oh, wir fahren mit der Frau ins Motel. Nee. Schöne blaue Flecke abgekriegt, der Bub. Sieht so cool aus, wie das Wasser an dem runterperlt. Also, nein. Ihr wisst schon, was ich meine. Ist eigentlich sonst sehr, ja, ich sag mal, einfach gestrickt ist von der, also jetzt keine real fette, krasse Grafik, aber das, immer wenn da Wasser im Spiel ist, ist es ziemlich cool gemacht. Man. Didn't clean the pain away, but that felt good. Karen seems to be on the move quite often. Wink, 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 wink. Damn. You look bad. Gotta change that dressing soon. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal pinkeln und dann. Nein, Spaß. No, wo ist sie denn? Die holt mir bestimmt was zu essen. Has been here. This country is just way too big. Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Karen's always into low tech. I even think it's the one she had back then. Ja, gut. Solange es noch den Dienst tut. So, was kann ich mit meinem Rucksack machen? This thing is killing my back. I got bruises on my bruises. Wir haben noch $17. Ja, das ist doch schon mal immerhin was. Was haben wir denn hier oben? Haben wir neue Zeichnungen? Was ist das denn? Das war cool. Wherever you are. Kennen wir auch noch. Und der hat den Trucker gezeichnet. Hab ich nicht mitgekriegt. Cool. Ja, hier. Geile Frisur von Daniel. Don't want anything from her. Nada. Okay, er ist nicht so gut zu sprechen auf Karen. Gut, ist auch verständlich. So, was haben wir hier? Ah, tolle Sachen. Gut. Pullover. You've come a long, long way, buddy. Mhm.
Ja, ihr habt es ganz schön weit gebracht, eigentlich bis hierher. Karens Notiz. Was haben wir denn hier? Be right back. We'll find out. Bin kurz einkaufen, ich hol was zu essen, falls du hungrig bist. Neue Socken und Unterhosen sind im Bad, gehören dir, falls sie passen. Ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, Jacob anzurufen. Seine Nummer steht in seinem Brief. Bin bald zurück, Karen. Okay. Jeez. It only took Supermom 8 years to give a shit. Schon krass. Liebe Mrs. Diaz, mein Name ist Jacob und ich habe mit ihren Söhnen Sean und Daniel auf einer Farm in Kalifornien gearbeitet. Es gab einige Probleme und Sean wird vermisst. Ich bin jetzt mit Daniel in Haven Point, Nevada. Er gab mir diese Postfachadresse, falls Sie dies bekommen. Ich denke, Daniel ist in Gefahr. Er braucht Hilfe, um von hier wegzukommen. Ich kann Ihnen mehr erzählen, wenn Sie mich unter dieser Nummer anrufen. Bitte beeilen Sie sich. Vielen Dank, Jacob. Also der weiß genau. Wieso hat er dann dahin gebracht? Das verstehe ich nicht. So, dann nehmen wir mal das Handy und rufen mal einen Jacob an, oder? Was haben wir hier noch? Tablet benutzen? Huh. This isn't her tablet. Yay, technology. She came prepared. Yay! Message from Reverend Mother Liz, die Lisbeth Fischer. Ja, Reverend Mother doesn't look too humble. Looks like a roach motel. Das müssen wir jetzt aber hier alles But nicht lesen. nobody will find me there. Ja, ich denke auch. Das sollte erstmal fürs erste lang. Was haben wir hier? Eine Schublade. Da liegt ein Casino-Chip. Den nehmen wir mal an uns. Neues Souvenir. Alle Sünder. Finde das optionale Sammelobjekt Nummer 5 in Episode 4. So, Jacob anrufen. Ja, machen wir sofort. 555 387911 oder so. Auf jeden Fall immer 555 vorneweg bei Namis. Jacob, it's me, Sean. Sean? No way. I've been waiting to Nee, hear from oder? you for months. So you found my note in your sketchbook? Yeah. Where are you? You have to come here, Sean. I know. I'm not far. In a motel. Good. Listen, I can't talk right now. I gotta go. Wait! Daniel, how's he doing? Meet me tomorrow afternoon on Brandy Highway. There's a junction just above Haven Point. There's a wild mice ranch billboard there. I'll be there at 4. Jacob, wait! I can't talk, Sean. Be there tomorrow. Please. Okay, die haben da in dieser Sekte wohl einige Probleme. Damn. He couldn't really talk. Holy Bible. I really should finish reading this someday. So messed up. Das war jetzt ein bisschen wirr, aber gut. So, was haben wir noch? Auf Karen warten. Wir gucken uns hier noch ein bisschen um. So Karen did check it out. Wonder if she saw Daniel in action. Ja, der Flyer für Daniel. Bei einem privaten Picknick kann man ihn treffen. Schlüsselanhänger. Kinda pretty. Stimmt. Wonder if she Hat made was. it. So, dann durchwühlen wir mal noch die Unterwäsche von der Mama und I know I shouldn't peek, but Kondome. whatever. Ja. Glad to know she learned the lesson. Sonst hast du nichts dazu zu sagen. Das ist schon krass, ey. Karen did her own road Mach trip nicht noch to mehr get Kinder here. oder was, weil du kannst sie eh nicht groß ziehen. Apple Pie. Ein Kaffee. Was sind denn Huevos Rancheros? Ich lese mir das gerade mal durch. Mexikanische Eier auf Rats Art. Okay. Trinkgeld nicht enthalten. Na jo, gut. Damn. Nur sieht ja aus wie Karen bei doesn't dir. like to capture the world around her. Boyfriend. Wir lesen mal ein bisschen was. Näher mit jeder Meile. Mein Herz rast wund. Ich erinnere mich. Kenne das Gefühl, es gibt kein Ankämpfen gegen dieses Schlagen, das ihn zerreißt, meinen Kern.
Blues am frühen Morgen, Kaffee, rotäugige Trucker und traurige Familien, schlechtes Rührei, nicht die Schuld der Kellnerin, sie hat es eilig. Vermutlich Ende einer langen Nachtschicht. Namensschild sagt Clementine, so 22, rothaarig, braun gefärbt, Augenbrauen und Hautton lügen nicht. Irische Abstammung, Tochter des Besitzers vielleicht, Mahonies. Vage höfliches Lächeln, Gedanken sind woanders. Etwas tollpatschig, wirkt abgelenkt, nervös. Junger Koch nennt sich Clemmy. Bruder, Freund, Freund. Entschuldigt sich, wenn die Bestellungen lange dauern und sie dafür einen draufkriegt. Wissen Mama und Papa, dass du während des Jobs datest, Clemmy? Arbeit und Liebe mischen geht selten gut. Ist das ein brandneuer Babybauch unter der dreckigen Schürze? Es ist 2017 und junge Leute sind immer noch dabei, Babys zu machen. Ich schätze, nichts ändert sich je wirklich. Okay, die scannt ihre Umwelt. Gut, dann würde ich sagen, warten wir auf Karen. Hocken uns hierher. Da. Let's just rest while I wait for her. Genau. If she comes. Mach noch ein bisschen Haya-Bubu. Ja, die kommt schon.